So Leute, mein Name ist Tokiro und willkommen zu Creepy Stories. Unsere heutige Geschichte heißt Papas Mädchen. Viel Spaß. Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe. Wie konnte ich nur jemals auf sie hören? Ich werde das niemals vergessen können. In meinen Träumen sucht es mich immer wieder heim. Seitdem ich dort war, habe ich keine Nacht mehr durchgeschlafen. Das Schwierigste ist, dass niemand mir glaubt. Meine Eltern denken, ich werde verrückt und meine Freunde glauben, ich wollte sie nur verarschen. Selbst mein bester Freund glaubt mir nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, aber mal von Anfang an. Ich wohne wie so viele in einer Großstadt inmitten Deutschlands. Und seit langem kursiert hier urbane Legenden. Es ist eine Geschichte, die laut Erzählung in den 20ern entstand und ihre blutige Spur durch die Jahrzehnte zieht. Sie wird seitdem immer wieder in dunklen Nächten, meist von Teenagern, weitergegeben, um zahllose, schlaflose Nächte zu produzieren und einen leichten Schauer über den Rücken zu jagen. Sie handelt von einem Vater mit seiner Tochter, der sie vor allem Bösen beschützen wollte, aber selbst dazu wurde. Angeblich war der Vater ein normaler Mann mit normaler Familie, zumindest soweit das überhaupt möglich ist. Er war im Krieg, ein einfacher Soldat gewesen. Nach dem Ende des Großen Kriegs fiel es mir ihm... Nach dem Ende des Großen Kriegs fiel es ihm aber schwer, das Gesehene zu verarbeiten, und so zog er sich durch Depressionen geplagt immer mehr zurück und verkroch sich in seinem Haus. Da er seine Arbeit nicht weiterführen konnte, wurde mit der Zeit das Geld knapp, also kam ihm eine Idee. In einem kleinen Raum im Keller, den er vor seiner Familie geheim hielt, da dort seine alte Ausrüstung lagerte, fing er an, Schnaps zu brennen. Sie waren nie sehr vermögend, aber zumindest sollte sich mit dem Einkommen des Schnapsverkaufs die Armut vermeiden lassen. Was er nicht bedacht hatte, war, dass seine Frau sich Sorgen um ihn machte. Zwar wusste sie von dem geheimen Raum im Keller nichts, da es ihr immer anwies, sich vom Keller fernzuhalten, aber sie unterhielt sich mit Freundinnen über sein seltsames Verhalten. Immer öfter war er einfach kurzzeitig verschwunden, um bald darauf wieder aufzutauchen und nach Alkohol zu riechen. Sorge machte sich in ihm breit, dass er Alkoholiker werden könnte, aber andere dachten sich mehr dabei und somit ging nach und nach das Gerücht um, dass er wohl nun illegal Schnaps herstellte. Angehaucht von der amerikanischen Prohibition bildet sich auch in Deutschland eine Front gegen den Alkohol, die aber mehr im Geheimen agierte und ruppiger vorging. Eines Abends brach eine Gruppe von Männern in das Haus der Familie ein. Einer der Männer schlug die Frau nieder, sodass diese keinen Alarm schlagen konnte. Ein anderer ging auf das Zimmer der Tochter zu, als der Vater das sah. Der gerade aus dem Keller kam, machte er kehrt. Ein Huschen im Flur, gefolgt von einem Knacken der Kellertür, lotzte die Männer dort hinunter. Der Vater wollte schnell zu seinen Waffen in dem kleinen Raum und die Einbrecher in die Flucht schlagen. Er konnte ja nicht ahnen, dass sie etwas anderes vorhatten. Kaum hatte er die kleine Luke hinter sich geschlossen, waren auch die Männer schon im Raum davor und verkeilten den Eingang. Er zog seine Waffe und zielte auf die Luke, obwohl er nur ein Rumpeln hörte. Es rumpelte weiter, aber die Luke öffnete sich nicht. Nach einiger Zeit konnte er sich denken, was nun folgen sollte. Gefangen in seinem kleinen Reich stieg die Hitze immer weiter. Rauch drang an der Luke langsam in den Raum und er hörte nun auch das lodernde Feuer. Von oben erklang das Kreischen seiner Tochter. Diese wurde von einem der Männer gerade in die Kühltruhe gesteckt. Die anderen sollten nicht mitbekommen, dass er irgendwem von dieser verbrecherischen Familie half. Deswegen konnte der Einbrecher sie nicht mitnehmen. Der Vater versuchte panisch die Luke hin irgendwie zu öffnen, aber alles war vergebens. Ihm wurde schwindelig. Er konnte und wollte sich nicht ausmalen, was diese Leute mit seiner Tochter anstellen und auch was mit seiner Frau passiert. Wut stieg in ihm auf. Ihm schwanden immer weiter die Sinne. Fast regungslos lag er mittlerweile am Boden. Sein Verstand jedoch hellwach. Seine Gedanken rasten um seine Frau und seine Tochter und das, was er mit diesen Schweinehunden anstellen würde, wenn er sich hier erwischte. Er sah wieder Szenen aus dem Krieg vor seinen Augen. Feuer, so viel Feuer und Blut. Er wurde wütend und traurig zugleich. Er dachte an seine Wut auf die Männer, an die Wut auf das Feuer, an die Wut wegen seiner Hilflosigkeit. Krieg. Er war alleine. Alle anderen Soldaten um ihn herum töteten, aber er konnte nicht. Der Feind schoss. Er war traurig. Er war wütend. Ganze Pfützen aus Blut. Wütend. So wütend und so müde.
wütend auf alles und wütend auf diese Lebenden. Er wollte töten. Etwas in ihm erwachte, als sein Körper einschlief. Als er wieder zu sich kam, stand er inmitten des abgebrannten Kellers. Alles war so klein um ihn und seine Wut so groß. Die verbrannte Leiche seiner Frau lag oben auf dem Boden. Aber seine Tochter lebte, in gewisser Weise. Ihm liefen rostfarbene Tränen die schattigen Wangen hinunter. Sie hatte zwar versucht, aus der Kühltruhe zu entkommen, aber das Feuer war wohl schon im Raum. Und ein Regal neben der Truhe brach zusammen, welches sie festklemmte. Sie war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nur ein Teil ihrer Beine, die noch halb in der Truhe waren, blieben vom Feuer schont. Er wollte töten, alle töten, die seiner Tochter nun noch zu nahe kommen würden. Töten. Niemand sollte ihr je wieder etwas antun. Er hätte sich verändert, da er nun wusste, was seine Bestimmung war. Man erzählt sich, dass dieser Mann mit seinen kleinen Mädchen seitdem vom Keller zu Keller zieht, immer versteckt in den Schatten. Durch die Verbindung mit etwas Bösem entstanden aus Angst, Blut, Schmerz und einer Menge Wut. Am Leben gehalten existieren sie weiter. Nur weil es noch Menschen gibt, die von ihnen wissen, leben sie nicht nur in deren Bewusstsein, sondern auch in ihren Kellern. Und wer dumm genug ist, sucht nach ihnen. Soweit, so gut. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass eines Abends während einer Freizeit in einer Jugendherberge, als meine Freunde und ich uns Gruselgeschichten erzählten, auch dieser vorkam. Alle fanden es super witzig, wenn wir doch eine Flasche drehen würden, um auszulosen, wer im Keller nach den beiden suchen sollte. Unglücklicherweise drehte die Flasche auf mich. Ich wollte mich natürlich von der Gruppe nicht blamieren, also spielte ich den Mutigen und lief ohne zu zögern los. Unten an der Kellertreppe angelangt, rief ich, lecker, hier riecht's nach gebrannten Schnapsbrenner. Und oben schlossen sie kichernd die Tür. Das Gebäude war sehr geräumig und so fiel auch der Keller aus. Ich hatte von einem Freund eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen, um zu zeigen, dass ich auch wirklich nach den beiden suche. Ich hielt sie fest in meinen Händen und klammerte, da mir ganz allein dort unten schon etwas mulmig wurde. Nach einigen Metern sah ich eine offene Tür, die noch tiefer in den Keller hinabzuführen schien. Unter der Tür waren etwa 30 cm Platz und ich sah die Füße eines Mädchens in Sandalen, die hinter dieser Tür stand. Mir blieb das Herz stehen. Ich überlegte kurz, ob es vielleicht einfach nur ein anderes Mädchen aus der Herberge ist. Jedoch entschied sich alles in mir zur Flucht. Ich wollte aber nicht ohne Beweis zu den anderen zurückkehren, also schoss ich, während ich rückwärts lief, schnell ein Foto. Kaum hatte ich abgedrückt, dachte ich, etwas im Blitz gesehen zu haben, drehte mich um und rannte rufend auf die Kellertreppe zu. Hinter mir hörte ich schwere Schritte. Ich traute mich nicht umzuschauen und rief weiter meinen Freunden zu sich. Sie sollen die Tür aufmachen. Ich rannte die Treppe hoch, die Tür ging auf und ich stolperte hinaus. Manche sahen mich entsetzt an, andere belustigt. Ich lag schweißgebadet auf dem Boden, rang nach Luft und versuchte panisch zu erklären, was geschehen sei. Nachdem sich mein Herz langsam beruhigte und die anderen aus meinem hektischen Gestammel nicht klug wurden, sagte ich, sie sollen doch selbst nachschauen und öffnete die Bildvorschau der Kamera. Was ich auf diesem Bild sah, ließ mir das Bild in den Adern gefrieren und verfolgt mich, wie ich schon sagte, seitdem ich meinen Träumen. Eine über 2 Meter große Gestalt mit leuchtenden Augen stand gebeugt vor der Tür. Entstellt mit langen, verklebten schwarzen Haaren und bandagierten Gliedern. Statt 2 Händen rostige spitze Metallstücke. Hinter der Tür sind auch auf dem Bild die Beine der Tochter zu sehen, aber scheinbar nur für mich. Niemand sonst sah diese grausame Ding und die Füße auf dem Foto. Jeder sagte mir, er sähe nur einen langweiligen grauen Kellergang, egal wie oft ich darauf schaue. Für mich bleibt das Bild unverändert. Ich traue mich nicht mehr in jeglichen Keller zu gehen. Wenn ich an den Türen vorbeilaufe, höre ich ein leises Krächzen, das Kichern und ein tiefes Grollen von hinter der Tür. Ich kann nur noch bei Licht schlafen, wenn ich überhaupt schlafen komme. Ich habe das Foto auch schon ins Netz geladen und dort Leute gefragt. Niemand sieht, was ich sehe. Vielleicht werde ich verrückt. Vielleicht sehen aber auch nur die Leute etwas auf dem Foto, die der alte Mann holen möchte. Wow, Leute. Also ganz ehrlich.
Das ist doch schon eine doch ziemlich heftige Geschichte, finde ich. Also nicht schlecht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht von dieser Story. Und ich muss wirklich sagen, sie gefällt mir. Ist wirklich sehr schön gemacht worden. Die Details sind sehr gut geschrieben worden. Der ein oder andere Satz war ein bisschen merkwürdig, fand ich. Aber alles in allem ein gelungener, ja, ein gelungener Tathergang plus sehr schönem Ende. Und ja, wie fandet ihr die Story? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Creepy Stories wieder.